Yen-Bare brechen auf neue Hochs. Jetzt bei Wall Street Heartbeat. Hallo und schönen Nachmittag zu einer neuen Ausgabe von Wall Street Heartbeat. Heute wollen wir einen Blick werfen auf den japanischen Yen. Da gibt es nämlich die große Neuigkeit, dass wir heute im Laufe des Vormittags über das Multi-Jahrzehnte-Hoch beim US-Dollar-Japanisch-Yen drüber sind. Und das zeigt natürlich auch, dass dieser Trend eventuell weitergehen könnte. Und die Geschwindigkeit der Aufwärtsbewegung in den Yen-Bahn hat bereits in der vergangenen Woche zugenommen mit dieser langen grünen Wochenkerze, die es letzte Woche gegeben hat. In dieser Woche haben wir tatsächlich den Weekly Pivot Point im US-Dollar-Japanisch-Yen noch einmal getroffen zuvor. Ich zeige das mal im Tageschart. Also am Montag wurde er getroffen und gestern kam dann tatsächlich der Ausbruch. Der Daily Close jetzt auch oberhalb von 160,23, oberhalb von diesem, es ist kein Allzeithoch, sondern aber es fühlt sich wie ein Allzeithoch an, weil es wirklich um Jahrzehnte zurückreicht. Und heute sind wir bereits wieder so langsam auf dem Retest. Also grundsätzlich jetzt von diesem Ausbruch her gesehen, wenn man das jetzt mal hernimmt, hätten wir natürlich jetzt die Möglichkeiten, hier Einstiege zu finden. Hier ist definitiv ein bisschen Support in diesem Bereich, so ungefähr zwischen 159,90 und 160,25, und dort wird auf jeden Fall mit etwas Unterstützung zu rechnen sein, einfach aufgrund des letzten Hochs hier noch, aber auch aufgrund dieses bisherigen Multijahreshochs. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass der Triple EMA D1 jetzt hier reinkommen würde, H4 hier reinkommen würde. Beim Triple EMA H4 ist es so, dass wir hier ja unterm 20er waren, insgesamt zweimal bereits, weswegen der 20er natürlich nicht eine Option sein kann für den Stop-Loss, weil in diesem Fall der 34er der Unberührte war nach dieser Strategie. Vom Einstieg her allerdings müssen wir auch nicht am 10er unbedingt rein, sondern können auch am 13er rein, weil wir auch gesehen haben, er ist hier im Verlauf dieses Trends eigentlich recht zuverlässig, hier war es einmal nicht, immer wieder an den 13er zurückgekommen, und deshalb auch können wir dann dadurch doch trotzdem die Stoppdistanz etwas reduzieren aufgrund des tieferen Einstieges, aber es sind trotzdem immer noch am Ende so circa 70 Pips, die wir ungefähr benötigen würden. Wenn wir jetzt mal das in so eine Relation setzen, so als zu erwartende Kursziele, ist immer schwer zu sagen, wo Kursziele sein können, verständlicherweise. Also nehmen wir mathematische Konzepte, die es schon seit Jahrzehnten gibt, also Pivot Points. Also realistisch jetzt mal, natürlich, es ist Donnerstag, also wenn man jetzt mal so Intra-Week da sieht, 61,60 R2, wenn es jetzt wirklich auf neue Hochs kommt, ist das durchaus eine Option hier oben, und das würde heißen, kommt jetzt nochmal zum Beispiel hier runter auf den 13er und ich komme da rein und habe dann so ungefähr 70 Pips Stop-Loss, hätte ich da zumindest mit knapp 130, 140 sogar einen ungefähr 2:1. Das ist schon mal so für ein erstes Kursziel, so Daumen mal Pi, schon mal recht in Ordnung, weil wir können das ja nicht ganz genau sagen, aber es muss zumindest irgendwo realistisch sein. Dann ist ja, sind der neue Pivot Points, aber wenn ich trotzdem jetzt mal der Form halber einfach den R3 für diese Woche nehmen würde, da sind wir auch bei circa 300, also das würde auch passen. Wenn ich mir auch anschaue, wie die Volatilität so in der letzten Zeit war, ist auch eine mittelfristigere Strecke bis hierauf nicht unmöglich, aber wir dürfen nicht vergessen, wie wir das auch jetzt immer wieder gesagt haben, bei den Yen-Bahnen, auch wenn die Trends jetzt aktuell gut aussehen, ist es natürlich klar, long zu sein, hat hier gewisse Vorteile, wenn es natürlich ständig neue Hochs gibt, keine Frage, ganz logisch. Aber wir wissen auch, dass gerade wenn es hoch steigt, gerade beim Dollar-Yen immer auch ein bisschen die Gefahr ist, dass es zu schnellen Rückfällen kommt. Das hatten wir jetzt in allen möglichen Zeiteinheiten immer wieder. Also hier sehen wir jetzt im Tageschart, ja, aber auch in kurzfristigeren immer wieder sieht man diese plötzlichen Rückfälle. Das war jetzt ständig so in den letzten Monaten beim US-Dollar-Japanisch-Yen. Was wir aber auch gesehen haben, war auch, dass diese Rückfälle auch oft sehr schnell wieder geholt worden sind. Also sieht man hier im kleineren Timeframe, aber auch genauso im Tageschart. Das ging hier sehr steil nach unten, aber da war relativ schnell dann wieder ein Ende und da ging es nach oben. Also auch zum Shorten sind diese Dinge immer etwas gefährlich, aber übergeordnet sind wir trotzdem long, und deswegen solche Rücksätze natürlich zu nutzen, ist immer eine Möglichkeit. Aber deswegen, Ausbrüche handeln kann man trotzdem, aber man sollte dann zumindest bei solchen Ausbrüchen vielleicht eher in den kleineren Timeframes bleiben, also H4 zum Beispiel, dass wenn es doch zu einem größeren Rücksetzer kommt, dass man wenigstens einen Stopp etwas früher hat und dann vielleicht einfach das Ganze fallen lassen kann und möglicherweise dann weiter unten vielleicht in einen höheren Timeframe einsteigen kann. Also das wäre jetzt so diese Option, weil hier ist jetzt eher H4. Was jetzt im Dollar-Yen ist, weil es jetzt um die Längerfristigkeit geht, können wir nochmal auf den British Pfund Japanisch-Yen schauen. Der ist im H4 aktuell eigentlich auch ganz schön, auch wenn der jetzt so zurückreichend erst eigentlich seit diesem Ausbruch ganz gut war. Aber jetzt haben wir hier so den 10 ein paar Mal getestet, aber es ist mir so im H4 gar nicht so sympathisch, auch wenn es vielleicht sogar auch beneidenswert wäre, hier drin zu sein jetzt. Aber wenn man sich überlegt, mir gefällt trotzdem vom Chartbild einfach der besser rein, von der Strategie jetzt gesehen. Wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite auf den Tageschart schaue, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zum Dollar-Yen zurück, jetzt schaue ich auf den Tageschart, dann sehe ich hier im D1
1 sind wir auf jeden Fall viel zu schnell hier gelaufen mit den Kerzen im Vergleich zu den EMAs. Das heißt, auch wenn das natürlich ein tolles Zeichen ist, ein starker Trend ist immer was Schönes, es passt nicht in das Bild dieser Strategie. Also wiederum muss ich dann in diesem Fall mal schauen auf den britisch Pfund, japanisch Yen, und hier passt mit dem D1 wesentlich besser. Also da sehen wir auch wirklich, das war jetzt noch vor dem Ausbruch, das können wir vielleicht nochmal hier einzeichnen, das war noch dieses Hoch, und solange wir nicht über diesem Hoch waren, war auch noch kein wirklicher Trend. Der Trend ist jetzt ab hier erst wieder rausgelaufen. Ein Stück, wenn wir jetzt hier so hinschauen, da hatten wir schon im Rauslaufen zumindest einmal den 10er jetzt ganz gut getestet gehabt. Hier, dass wir den 20er zweimal hatten, das ist eben aufgrund der Rücksetzer gewesen noch von den Widerständen. Aber jetzt, seit wir ausgebrochen sind, läuft er schon, hat schon einen Rücklauf. Also dann wäre es eher interessant zum Beispiel zu warten, dass er runterkommt nochmal auf den 10er Daily, was aktuell ungefähr bei 201,85 ist. Das ist ja weit, das sind 112 Pips. Ist vielleicht auch, wenn es in den kürzeren Timeframes bricht, dann vielleicht auch die Möglichkeit, das irgendwie zu shorten hier in Form einer Trendlinie. Aber grundsätzlich wäre das so für mich jetzt der Ansatzpunkt einfach, wenn ich jetzt überlege, einerseits ist es attraktiv, bei den Yen-Bahnen auf Rücksetzer zu warten und diese zu kaufen, dann kann ich natürlich sagen, einfach warte ich ganz entspannt, bis er irgendwann mal hinkommt auf den 10er im Daily, selbst wenn er jetzt aktuell noch weit davon entfernt ist. Aber als er hier zum Beispiel, gut, hier hat es ja jetzt nichts geholfen, aber als er beispielsweise hier oben war, noch hat man vielleicht auch gedacht, es läuft ganz langsam davon, und dann hätten wir nochmal bekommen, so sieht es ja immer aus. Und in dem Fall hätte ich dann zumindest die Möglichkeit zu wissen, wenn so eine Korrektur kommt, hätte ich da Möglichkeiten vielleicht davon zu profitieren. Wenn es aber trotzdem davonläuft, diese Gefahr besteht ja immer, habe ich als Alternative immer noch den H4-Chart, den allerdings im US-Dollar japanisch Yen, und da kann ich mit einem relativ engen, aber doch Stopp außerhalb der Kurse diese kurzfristige Bewegung mitnehmen, und soll es doch zu einer Korrektur kommen, regelt es ab und dann kann der Chart weiterfallen, aber ich bin nicht mehr long. Und morgen sehen wir uns hier wieder bei Wall Street Heartbeat auf dem YouTube-Kanal von Thrive. Ich wünsche einen schönen Tag. Bis morgen.